Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Isana Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß für den... Was? Mit dem Video. Okay, reden kann sie auch nicht mehr. Okay, also, der Isana Adventskalender... ist noch verfügbar, kostet 16,99 €, verlinke ich euch mal in der Infobox, ihr bekommt den aber auch ganz normal bei den Rossmann-Filialen und ja, ne, wunderschöne Schätzelein, ich finde, dass meistens halt auch einfach ein schöner Einblick in das Sortiment gegeben wird, aber da müssen wir gleich mal hineinschauen. Ich habe tatsächlich einen mir selber gekauft und einen habe ich von Rossmann zugeschickt bekommen, also vielen, vielen Dank, liebes Rossmann-Team. Ich werde auch dann einfach mal in diesem Video einen Adventskalender von Isana an einen von euch verlosen. Ich weiß aber nicht, wann dieses Video online kommt und ob ihr den dann passend zum 1.12. bekommt. Ansonsten halt einen Monat später, dann habt ihr im Januar halt auch noch was davon. Das kommt immer ganz drauf an, wie das alles so hier läuft. Ihr wisst ganz genau Bescheid, ne? Ich habe hier jemanden in meinem Bauch, der jeden Moment im Prinzip rauskommen möchte. Und ja, hier haben wir den wunderschönen Adventskalender, der einfach sehr hübsch designt ist. Isana wünscht eine schöne Adventszeit. Es ist rosa. Wir haben hier so ein paar weihnachtliche Motive drauf. Und bevor ich jetzt noch irgendwie in irgendwelche Monologe verfalle, starten wir mit der Nummer 1. Schönes Haar gefällig, fragt uns der Adventskalender, der übrigens im Inneren mit Plastik ist. Das ist ein bisschen, weil ich habe schon ziemlich viele Adventskalender dieses Jahr ausgepackt und es werden noch sehr viele weitere folgen. Die meisten waren wirklich komplett aus Papier oder Pappe. Ne? Pre-Wash Haarmaske, also quasi 20 ml von einer Haarmaske, die du dir reinmachst, bevor du dir die Haare wäschst, was ich interessant finde. Vorbeugen gegen Spliss kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Lecker, dieser Duft steht auf jeden Fall im Kläppchen von der Nummer 2. Hier haben wir 50 ml von einer Cremeöldusche drin. Da werde ich mal mein Näschen dran halten. Ich kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht auch etwas weihnachtlich duften wird. Ja, das ist so ein typischer, ich möchte nach irgendwas zu essen riechen Duft. So kakaomäßig, aber irgendwie muss ich auf jeden Fall auf der Haut aufgetragen mal riechen. Ja. Genau, Schokoduft steht hier übrigens drauf. Lesen, Claudi, lesen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir farbige Badeperlen drin. Gut, wir haben jetzt keine Badewanne. 40 Gramm für ein Vollbad geeignet. Und das machst du einfach ganz normal in deine Badewanne rein. Finde ich von der Idee ja auf jeden Fall total schön. Und auch Gemütlichkeit gehört zu der Adventszeit mit dazu. Also von daher ein schönes Produkt für den Adventskalender. Aber leider nicht Claudi geeignet. Hier haben wir die Nummer 4. Es steht Tschüss Weihnachtsstress im Kläppchen drin, aber ich würde sagen, ab dem 4. Dezember fängt es ja erst so richtig an. Ne? Ein belebendes Waschgel haben wir hier drin mit 30 ml. Ich finde, dass die Größen hier tatsächlich auch mal hervorgehoben werden sollten. Ne? Also wir haben hier wirklich recht große Produkte verhältnismäßig, ne? In Relation zu dem, was man halt auch so letztes Jahr drin hatte oder auch natürlich in Relation zu Balea, weil ja, das wird natürlich stark verglichen und ich rechne euch die Preise runter anhand von den Produkten, die man so im Standardsortiment findet, so grob, ne? Das ist immer ein bisschen frech, ich weiß, aber ne, ich versuch's halt. Einfach wunderbar steht in Kläppchen Nummer 5 drin, also quasi am Tag von Nikolaus. So wunderbar war es aber nicht rauszubekommen. Ist aber ein schönes Produkt. Ein AHA-Peeling haben wir hier nämlich drin enthalten mit 2 ml. Das ist ein Beauty-Konzentrat. Also keine... Ja, doch schon. Das ist ein chemisches Peeling. Das kannst du ja auf dem Gesicht belassen oder du wäschst es dir runter, je nachdem, wie deine Haut so drauf ist. Ich habe euch hier mal auch ein Video gemacht, tatsächlich zu verschiedenen Peeling-Arten. Da kannst du gerne mal vorbeischauen. An Nikolaus sitzt das Haar wohl. Ja... Nicht mein Fall. Also hier haben wir so ein Haargummifee drin. Das ist echt nicht mein Fall. Ich finde es, also nee. Ja, der Adventskalender ist auch eher so, dass er sich an Jüngere richtet. Wobei wir jetzt hier auch ein Säurepeeling mit drin haben. Also vielleicht Mutter und Tochter sollten sich das teilen, ne? Aber das ist echt nicht mein, nee. In der Nummer 7 wird quasi den Mühen-Augen der Kampf angesagt. Isana Augenpads abschwellend mit Vanilleextrakt und Panthenol. Sowas finde ich schön. Hier sind 2 Pads drin enthalten. Ich verwende gerne Augenpatches und werde sie auch in Zukunft häufiger benötigen aufgrund von Augencreme. Von hier bis nach Meppen, ich sag's euch. Aber auch jetzt schon, ne? Das ist sehr, sehr wichtig tatsächlich. Und ja, deswegen, ich finde es gut, dass sie mit drin sind. Und dann noch so ein schönes weihnachtliches Motiv da drauf. Ich meine, da kannst du ja nichts sagen. Ne? Das sieht doch ganz knuffig aus. Werdet ihr dann im November aufgebraucht Video wahrscheinlich schon direkt sehen.
Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, weil es sich so wundervoll reimt und weil Sammy da Geburtstag hat. Und hier haben wir drin ein Konzentrat mit Vitamin C, auch hier 2 Milliliter drin enthalten. Und Vitamin C ist auch eine schöne Geschichte jetzt im Winter, ne? Da können wir das auch sehr gut für die Haut gebrauchen. Das wirkt belebend und so ein bisschen ausgleichen, dass du quasi auch so partiell Stellen im Gesicht aufhellen kannst, wenn du es langfristig verwendest. Pickelmale, Pigmentflecken und so weiter und ja, gibt auf jeden Fall Power. Oh, in der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas Entspannung für die Füße freuen. Und zwar ist hier eine verwöhnende Fußmaske drin enthalten mit Massageperlen, 20 Milliliter. Ich hoffe, dass diese Massageperlen dann auch entsprechend, vielleicht noch Pflege mitgeben. Ne? Du lässt es 10 bis 15 Minuten drauf. Reste können mit dem Kosmetiktuch abgenommen werden. Oder was du natürlich auch machen kannst, was hier nicht drauf steht, dass du es einfach über Nacht drauf lässt und dir dann morgens die Füße wäscht und über Nacht halt Socken trägst. Ne? Ist, glaube ich, nicht ganz so gesund für die Füße, aber es ist trotzdem, glaube ich, ganz cool. Und dann hast du vielleicht ganz babyweiche Füße. Werde ich mal ausprobieren. In der Nummer 10 darf es wieder mit Pflege natürlich weitergehen. Und zwar haben wir hier einen Hand- und Nagelbalsam mit 24 Stunden Feuchtigkeit. 30 Milliliter sind hier drin enthalten und das ist eine schöne Größe für eine Handcreme, die man sich so in die Handtasche reinpackt. Ne? Das ist echt cool vom Packaging, erinnert es natürlich sehr an L'Occitane und ich mag das gerne. Also die Handpflegen von Isana sind wirklich pflegend. Manchmal, wenn du diese Limited Edition Geschichten greifst, die halt mehr parfümiert sind, als dass da Pflege drin enthalten wäre, ist es ein bisschen blöd, aber ich glaube, dass das hier tatsächlich dann auch einfach ein bisschen pflegender sein wird, weil ja auch wirklich Balm draufsteht, also Balm, also Balsam, also nö, dass es reichhaltiger ist als eine Creme. In der ersten Schnapszahl, der Nummer 11, haben wir eine All-in-One-Cream, also quasi eine Creme für alles. Sowas finde ich immer ein bisschen schwierig, ne? Ich bin da ja so ein bisschen, ich mag es gerne für jedes Kram irgendwie eine bestimmte Creme und Pöttchen zu haben. Mit Bio-Kokosöl ist das 20 Milliliter für, schützt und regeneriert Gesicht, Hände und Körper mit wertvollen Ölen und einem Bio-Vanille-Extrakt. Das mag alles sein, also ich würde die wirklich dann für den Körper verwenden. Also diese All-in-One-Creams sind bei meiner sensiblen, trockenen Haut einfach im Gesicht nicht so cool, ne? Das funktioniert halt leider nicht so wirklich. Gerne darf die Halbzeit auch einfach mal ein bisschen so was Aufregendes sein. Die Nummer 12, klein, aber praktisch, steht im Kläppchen drin. Nagelfeilen haben wir hier drin enthalten. Das sind 5 Stück, die kannst du so abbrechen, wie du halt diese, das kennt man ja auch von hier Streichhölzern zum Beispiel, die man so, ne, in Kneipen und so bekommen hat oder wie auch immer. Ab und an haben wir sowas auch zu Hause rumliegen. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Aber auf jeden Fall, ne, haben wir hier solche Nagelfeilen drin enthalten. Und ja, eine Nagelfeile ist halt auch irgendwie ein Klassiker in so einem Adventskalender. Ja, halt auch sehr klein, ne? Und wahrscheinlich auch Handtaschen geeignet einfach. Einfach perfekt steht in der Nummer 13 und hier haben wir einen Pinsel drin. Also ich meine, dass ich von Isana noch nie einen Pinsel hatte. Das ist sehr spektakulär gerade, muss ich gestehen. Das ist ein abgeschrägter Pinsel, also eher so ein Blush-Pinsel. Fühlt sich angenehm an, also damit kann ich mir auch vorstellen, Blush aufzutragen. Aber der Pinsel ist halt nicht nur abgeschrägt, sondern auch so zusammengequetscht. Also den finde ich wirklich interessant. Sowas habe ich, glaube ich, noch in der Art und Weise noch nicht in meiner Sammlung. Und den werde ich mal ausprobieren, ne? Tja, schade, Schokolade. In der Nummer 14 haben wir etwas drin, was ich so gar nicht gebrauchen kann, ne? Das ist nämlich, ich sag dem Glanz bei, steht ein Kläppchen. Ultra Matte Primer, perfektionierender Teint. 20 Milliliter. Das ist ja alles schön und gut, aber ich mag es halt total gerne glowy. Bei mir ist halt so genau das Gegenteil, bitte. Und dementsprechend schade, Schokolade. Schade. Schokolade. Apropos Schokolade, den habe ich auch noch dazu gekriegt, aber den machen mein Freund und ich dann halt im Advent wirklich zusammen auf. Und in der Bio ist es der 24 weihnachtliche Schokokugeln-Adventskalender. Ne? Das ist so ein klassischer Schoko-Adventskalender und das fand ich auch ganz cool von Rossmann, muss ich sagen. Da haben wir drin 6x Karamell-Quinoa-Kugeln, 6x Vollmilch-Quinoa-Kugeln, 6x Nougat-Kugeln und 6x weiße Quinoa-Kugeln. Und dementsprechend, ja, du zahlst ja 3,49 € für. Ist ein wundervoller Adventskalender für die, die halt sagen, ich möchte halt wirklich den Klassiker haben. Auch das müsste noch verfügbar sein. Setze ich euch auch mal den Link in die Infobox und den brauche ich jetzt nicht mit euch zusammen unboxen, glaube ich. Am 15. Dezember ist ein Tag der Verwöhnung genannt worden. Eine verwöhnende Maske mit Kakao und Mandel. Das passt natürlich. Eine Einmalanwendung mit 8 Millilitern und das ist so ein kleines Sachet. Das ist dann für die Haut, für das Gesicht, ne? Genau.
Ja, für 5 bis 10 Minuten. Das ist ja easy peasy Sonnenschein und sowas mag ich auch mal ganz gerne. Also morgens verwenden, während ich meine Zähne putze. Ja, Gesichtsmaske und ich, wir sind echt eh so große Freunde. Und die kannst du dann auch in Kombination mit den Augenpads vielleicht sogar verwenden. Voll gut. In der Nummer 16 steht einfach Überraschung drauf und da ist ein Lippenpflegestift drin. Hä? Okay. Lippenpflege Glamour. Herzlichen Glückwunsch. 4,8 Gramm. Das ist ja eine Full Size. Und das erinnert mich sehr an diese Lippenpflegestifte. Die gab es, glaube ich, von BB damals, ne? Und die hatten auch so einen Schimmer mit dabei. Ja, diesen Pearly Glanz. Warum? Meiner sieht nicht mehr ganz so schick aus hier. Was ist mit ihm denn passiert? Riecht aber gut. Ja, den werde ich mal ausprobieren bzw. verwenden. Ich habe es damals total gefeiert und habe den immer super dick drauf gemacht. Aber wenn du dir die so dick drauf machst, dann sieht das schnell aus, als hättest du gelbe Zähne. Das ist dann etwas uncool. Aber so ein Pearly Shine zwischendrin ist eigentlich ganz schön. Eine Woche vor Heiligabend steht Ho 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 an der Nummer 17 dran. Und es ist einfach ein ja wiederverwendbares Abschminkpad. Wundervoll, ne? Ist auf jeden Fall sinnvoll und groß vor allem. Das mag ich auch gerne leiden. Ja, da hätten sie vielleicht ein, zwei mehr reinpacken können, muss ich wirklich gestehen, ne? Weil nur ein so ein Pad ist wirklich ein bisschen wenig. In die Nummer 18 begrüßt uns in der Weihnachtswoche mit Hey, bald ist Weihnachten. Ja, richtig cool. Isana Fußbadesalz mit fruchtigem Duft haben wir hier drin für eine Anwendung 40 Gramm. Und sowas verwende ich persönlich sehr gern. Ich glaube, auch in Zukunft werde ich das gerne verwenden. Ja, ich mag es einfach, meine Füße zu pflegen, weil die tragen mich ja den ganzen Tag durchs Leben. Und dann sollte man die auch ein bisschen lieb haben, sag ich jetzt mal, ne? Und ja, so ein Fußbad ist immer eine schöne Geschichte. Das kannst du auch machen, wenn du keine Badewanne zu Hause hast. Deswegen richtig cool. Notfalls nimmst du dir einfach einen Putzeimer, den du vorher ordentlich sauber machst, damit du keine Reinigungsmittelreste mehr dran hast, ne? Aber ich glaube, so ein Fußbad kann sich jeder eigentlich zu Hause basteln. Auf dem Kläppchen Nummer 19 stand jetzt gerade drauf, das gönne ich mir, ein Beauty-Konzentrat mit Bakuchiol, also ein Bakuchiol-Booster, ne? 2 ml. Bakuchiol ist das natürliche Retinol, darf ich aber auch leider in der Schwangerschaft und Stillzeit aufgrund von nicht allzu ausreichend Untersuchungen verwenden. Ich habe euch hier auch mal ein Video abgedreht. Schwangerschaft, Geschichten, also quasi, was man halt in der Schwangerschaft an Inhaltsstoffen besser nicht verwenden sollte, gilt übrigens auch weitestgehend für die Stillzeit. Ja. Und ja, das ist dann eine Ampulle, die ich dann quasi mir aufbewahren werde und verwenden werde, sobald ich abgestillt habe. Das dauert noch ein bisschen, also in einem Jahr darf ich das ungefähr verwenden. Yay. Am 20. Dezember müssen wir nur noch viermal schlafen, bis Weihnachten ist oder bis Heiligabend ist. Und hier haben wir eine Bodybutter mit Kokosöl drin enthalten. Das sind 20 Milliliter. Ist auf jeden Fall eine richtig schöne Geschichte, weil Bodybutter ist ja meistens der Indikator dafür, dass es etwas reichhaltiger ist und dementsprechend den Körper richtig pflegen wird. Finde ich gut, 20 Milliliter werden für einmal ein Creme bei mir reichen vielleicht. Vielleicht zweimal, wenn ich Glück habe. Ich habe jetzt hier nichts riechen können, soweit, ne? Aber ja, passt auf jeden Fall, ne? Für den 20. Dezember. Auch richtig cool ist, dass wir dann in der Weihnachtswoche am 21. Dezember dazu animiert werden, unsere Haut ein bisschen weicher zu machen und zu peelen. Und zwar mit dem Oil-to-Milk-Peeling, geglättetes Hautgefühl, 20 Milliliter. Und das ist einmal dieses Produkt. Ich glaube, dass man das dann auch für zwei Anwendungen verwenden kann, je nachdem, wie groß man ist. Ich bin 1,73 Meter. Zwei Anwendungen, würde ich mal so sagen, kriege ich daraus, wenn ich Glück habe. Und ja, nee, aber finde ich schön. Oil-to-Milk hört sich auch interessant an. Jetzt bin ich einfach nur gespannt, was da für Peelingkörner oder sowas drin sind aus Vulkangestein, Hallöchen. Ja, interessant. Am 22. Dezember dürfen die, die eine Badewanne haben, entspannen und träumen mit diesem wunderschönen Cremebad. Hier sind 50 Milliliter drin. Schokoduft ist hier mit bei. Das wird weiter wandern, weil keine Badewanne. Klar, kannst du dir das auch in Fußbad reinmachen. Aber hier habe ich ja schon was für ein Fußbad mit drin gehabt. Und so super häufig mache ich jetzt auch keine Fußbäder, ne? Deswegen, ja, aber schön. Am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, darf man sich noch einmal schön Zeit für sich nehmen. Und das macht man easy peasy Sonnenschein mit diesem Beauty-Konzentrat Squalan-Ölserum. 2 ml sind hier drin. Und Squalan hilft dabei, dass quasi die Feuchtigkeit in der Haut etwas besser gespeichert wird. Und ja, das ist auch ein ganz, ganz guter Inhaltsstoff für meine Haut. Meine Haut mag Squalan sehr gerne. Und deswegen freue ich mich darauf, das auch tatsächlich anwenden zu können, zu dürfen und zu wollen. Und ja, nee, finde ich wirklich schön, ne? Der 24. Dezember, Heiligabend, ist mit das kleinste Kläppchen bei diesem Adventskalender, was ich ein bisschen schade schon so auf den ersten Blick fand. Und hier haben wir auch tatsächlich einen Charm einfach nur drin. Ja,
Das ist halt so ein Anhängerchen. Das ist ein Sternchen und dieses Sternchen hat da auch Glitzersteinchen drin. Das ist alles schön und gut, aber ich finde tatsächlich für Heiligabend ist das ein bisschen mau, ne? Also, weiß ich nicht. Flasht mich nicht so gerne. Flasht mich nicht so sehr. Das trifft es eigentlich eher. Ja, und deswegen, lieber Adventskalender, komm mal her. Machen wir mal eine kleine Review. Also wir haben hier an und für sich einen schönen Inhalt drin. Du bist von Kopf bis Fuß gepflegt. Was ich jetzt irgendwie ganz cool gefunden hätte, wäre vielleicht auch noch ein bisschen mehr Haarpflege, also Shampoo-Spülung, ne? Das haben wir jetzt hier nicht mit drin enthalten. Gut, eine Haarmaske haben wir drin, das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, aber ich finde den Pinsel interessant, den hätten sie vielleicht sogar in die 6 reinpacken können oder in die 24. Ansonsten haben wir hier einen schönen Mix. Wir werden wirklich durch das Sortiment geführt. 16,99 ist halt auch wirklich ein Preis, der durchaus erschwinglich ist. Du hast da für jeden Tag ein schönes kleines Geschenk. Natürlich ist es werttechnisch immer eine schwierige Kiste, ne? Weil es ist eh eine günstige Marke und dann hat man hier Produkte drin enthalten, die halt kleiner als die Full Size ist, ist klar. Also theoretisch müsste man an einen anderen Wert pro Kläppchen ansetzen. Also dass ich dann sage, Mensch, keine Ahnung, so eine Fußmaske ist nicht nur 20 Cent wert, weil runtergerechnet, sondern die ist 1,50 Euro wert, weil es ja eh eine Sonderverpackung und so. Wisst ihr, was ich meine? Aber ja, das ist halt so die Sache immer bei diesen günstigen Adventskalendern. Aber ich finde ihn immer wieder einfach schön. Und gerade jetzt, wo man ja auch ein bisschen mehr aufs Geld achtet, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man sich einfach mal auch einen günstigen Adventskalender kauft oder wünscht. Und es muss nicht immer der Beauty-Adventskalender für 150 Euro sein, auch wenn man da mit offenem Mund nebensteht. Aber trotzdem hat man dann natürlich auch mit offenem Mund gestanden, als man gesehen hat, wie viel der gekostet hat, ne? Ihr Lieben, wie gesagt, Isana Adventskalender kann ich wirklich auch dieses Jahr empfehlen. Wir haben hier einen schönen bunten Mix drin, um sich einfach mal durch das Sortiment durchzuprobieren. Außerdem sind ein paar Produkte mit dabei, die einfach so Sonderprodukte sind. Das finde ich auch schön. Ein bisschen hauchdekorative Kosmetik ist mit drin enthalten. Kannst du nichts mit falsch machen. Schreib mir aber gerne mal deine Meinung unten in die Kommentare. Da können wir uns super gerne austauschen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!